Nee, ändern kann ich es nicht. So, dann kommt hier oben noch Schwarzpulver und die Fackel haben da jetzt auch mal so. Machen wir mal so und so. Dann einmal nach rechts, dann die Knochen. 1, 2, 3. Und so. Und nach links das Schwarzpulver. Schwarzpulver. Oder Schwarzpulver. So. Das ist ein langes Wort ist. 1, 2, 3. So. Dann, was gibt's noch? Was gibt's noch? Eine Schleimtruhe. Und hier gleich die Schleimtruhe. Also dann nach rechts. Verrottenes Fleisch. Achso, stimmt, so wird. Kann er ja nur einen Strich malen. Und dann einmal nach links. Schleim. Alles, was zum Schleim gehört. Genau. Dann haben wir hier noch vier Kisten. Vier Kisten. Was gibt's noch? Nether. Nether Drops. Also Nether. Ja, Mob Drop. Ja, Mob Drop. Nether. Oder soll ich das lieber beim Nether-Zeug mitreden? Nee, ich mach das hier, weil es gehört einfach zum Mob-Drop hinzu. Also einmal nach rechts. Slime. 1, 2, 3. Und einmal nach links. Nether. Mob. Bob. Nether. Na toll. Passt nicht hin. Also Nether. Mob. Bob. So, einmal nach links. 1, 2, 3. So. Und oben dann. Ja, gute Frage, gute Frage. Nächste Frage. Was haben wir denn hier noch so alles? Warte. Knochen, habe ich Knochen schon? Doch, Knochen habe ich glaube schon. Fäden, 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 Fäden. Fäden, genau, Fäden. Und haben wir Spinnenaugen gleich dazu? Genau, Fäden und Spinnenaugen. Fäden und Spinnenaugen. Doch einzelne Truhen. Wir haben noch drei Truhen frei. Fäden, Spinnenaugen und dann noch sonstiges Mobtop. Genau. So machen wir es. Also. Einmal nach rechts ist Schwarz. Pulver. Mit 1, 2, 3 und ab. Und ab. Fäden. Und Spinnenaugen. Und somit haben wir jetzt statt einer Truhe gleich nochmal eine Reihe voll. Ist doch super. Und Schwarzpulver. Nee, doch. Nee. Nee, nee. Spinnenaugen. Spinnen. Augen. Moment. So, Spinnen. Augen. Ah. Habe ich denn hier? So. Und dann sonst hier im Mob-Drop. Oder gibt es noch irgendwie was anderes? Dann würde ich da hinten die Truhe als sonst hier im Mob-Drop lassen. Es gibt nichts weiter. Also Knochen habe ich ja. Richtig? Ja, genau. Knochen habe ich. Pfeile, Pfeile. Pfeile, ja, Pfeile. Durch hier die Pfeile rein. Nether, Mob, Drop. Oh, ja, Droh. 1, 2, 3 und ab, 1, 2, 3, Pfeile. Und Bögen, Bögen machen wir hier auch nochmal rein. Pfeile und Bögen. Das ist jetzt hier doof. Das muss ich anders machen. Pfeile. Bögen. Und dann mal nach links. Sieht das aber eigentlich auch nicht schlecht aus, wenn ich diese Pfeile so mache. Aber ich ändere das jetzt nicht hier alles. Also um Gottes Willen bitte nicht. Ja.
Und dann sonst die Mob Drop ist dann halt hier drinne. Genau. Muss ich halt dann nochmal alles andere einsetzen. Ja, sonst die Mob. Federn zum Beispiel. Dann könnte ich das ja gleich als Federtruhe machen. Ah. Ja, es gibt ja noch anderen Mob Drop. Genau. Es gibt ja noch Leder. So, kommt das hier mal alles raus. Gut. Und hier unten dann dementsprechend auch. Das da, das da, das da, das da, das da und das da. Könnte ich das jetzt auf eine Zeile verteilen, aber bestimmt noch mehr Mob Drop. Irgendwann mal. Von daher lasse ich das so. Dann schreibe ich mir kurz Mob Drop auf, wenn ich das nochmal mache. Und ja, ich wollte ja sowieso nochmal was aktualisieren, glaube ich. Ja, genau, die Tentakel zum Beispiel, das ist ja auch Mob Drop. Also kommt das hier gleich mal in Mob Drop mit rein. So, und dann hier haben wir die Tentakel. Kann ich die hier runterschmeißen? Nee, passt da nicht durch, schade. Schade, schade, schade. Kann ich mit der irgendwas machen? Nein. Sonst irgendwie eine Aktualisierung? Ja, Magma Cream eigentlich, aber das damit warte ich. Und sonst? Nee. Dann müssen wir jetzt neue Truhen sozusagen entwerfen. Obwohl, ich muss das ja sowieso erstmal hier alles in die, ich sag mal, Datenbank reintun oder Excel-Tabelle, wie auch immer man es jetzt hier nennen möchte. So, einmal das ganze Mob Drop. Mob Drop, Mob Drop. Da, Minecraft Vanilla. Mob Gedöns, so habe ich das genannt. Mob Gedöns. Sonstige Mob-Gedöns machen wir erstmal so. Und dann werde ich mal hier hinwechseln, damit wir hier noch ein kleines Bild haben. Und so, dass wir dann auch sehen, was hier ist. Wolle und so haben wir ja schon. Dann hier. Ich weiß nicht, ob wie gut ihr jetzt den unteren Bildschirm hier, also den unten rechts den Bildschirm da sehen könnt. Muss das hier auch nochmal so? Nein, so. Genau. Aber ich hoffe mal, ihr könnt das relativ gut sehen. Wir sind jetzt hier sind wir, glaube ich. 75 sollte Wolle sein. Genau. Und 74 dann Farbstoffe. Genau. Dann geht es jetzt mit 73 weiter. 73 ist einmal oben sind Knochen. Soll ich da auch gleich Knochenmehl mit rein? Ja, mache ich. Knochenmehl. Kommt dann Clownmehl auch nochmal gleich. So, und unten dann verrottenes Fleisch. Ich hoffe mal, es ist richtig geschrieben. Wenn nicht, Pech. Dann oben Schwarzpulver und unten Schleim und Schleimgedöns. Ach, Schreibfehler, soll. So. Dann eins weiter. Oben sind dann die Fäden und unten ist Nethermob Drop. So, dann geht es hier weiter. 70. Oben sind die Spinnaugen. Und unten sind dann Pfeile und Bögen. Es ging bis zu 70, richtig? Richtig, perfekt. Perfekt. So, dann hier wieder wechseln und zurück zu Minecraft. So, dann kann ich ja schon mal das wenigstens einsortieren, was ich jetzt hier dabei habe. Genau. Und zwar, ich habe dabei Pfeile. Die kommen halt hinten nach unten. Also bei Blau hin und da ebenso bei. Nee, da kommt das bei Weiß hin. Und ich Pfeil schon mal, ich weiß ja schnell das weg, was ich jetzt hier nicht mehr brauche. Das da brauche ich nicht mehr. Und sonst. Die Tage brauche ich jetzt nicht mehr. Das war's aber. Genau. Was habe ich noch? Ich habe, glaube ich, noch am Rucksack einen Mob-Drop. Von daher. Und hier, Lohnstaub zum Beispiel. Lohnstaub war hier unten. Genau. Unten, unten, unten. Ja.
Also bei Blau Lohnstaub. Und dabei Weiß Lohnstaub. Kann Lohnstaub auch schon mal weg. So. Dann Rucksack, Rucksack, Rucksack. Da haben wir hier noch einen Mobdrop. Naja, Knochenmehl ist nicht ganz Mobdrop, aber reicht aus. Genauso wie der Schleimball. Und Schleim habe ich ja sowieso noch ein bisschen was. Dann kommt hier mal das Papier rein und die Pflastersteinstufe. So. Dann hier. Ne, Moment. Wo waren jetzt die Knochen? Die Knochen waren 73. Also 70, 71, 72, 73. Hier müssen die Knochen rein. Also auch Knochenmehl oben. Also bei Weiß. Und hier auch nochmal bei Weiß. Dann das hier auch nochmal weg. Aber erst wenn ich Schleim so alles drin habe. Schleim. Bei der 72. Also 70, 71, 72. Hier. Und dann unten. Also bei Blau. Alles zum Schleim da rein. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Okay. Es gibt noch essbaren Schleim, aber das habe ich ja noch bei Nahrung mit drin und da kann es meinetwegen auch bleiben. So. Und dann hier mal das da und das da weg. Gut. Dann werde ich das hier mal ein bisschen so ein bisschen so und so. Und dann werden wir uns um den Restmob-Gedöns gleich mal kümmern. Das heißt, ich werde jetzt ganz schnell im Game Mode reingehen und Mobgedöns suchen. Dazu haben da gehen wir mal der Reihe nach. Bogen werden wir gleich mal machen. Da will ich einfach nur den einfachen Bogen mal reinmachen. Pfeile haben wir schon. Spinnenaugen. Fermentiertes Spinnenauge nehmen wir gleich auch nochmal mit rein. Dann Netamobdrop. Also das heißt Lohnroute, Lohnstaub habe ich schon. Und Gastrainer. Hier. So, jetzt tue ich mal hier nach oben alles. Ja, so. Und dann geht's weiter. Noch irgendwie was vom Nether? Nö. Nö, eigentlich nicht. Ich wüsste ja jetzt nichts. Dann Fäden, also Fahrt. Warte, jetzt schreibe ich das da unten rein. Faden da. Dann Schleim und Schleimgedöns haben wir schon. Schwarzpulver. Schwarz. Da ist es. Und einen Platz habe ich noch. Das ist dann verrottenes Fleisch. Verrottenes Fleisch. Schreibfehler in hier drinnen dann mal. So, ich habe das mal ganz schnell korrigiert. Ganz schnell, so wie ich bin. Und Knochen fehlen dann jetzt noch. Biofossil. Biofossil. Dann habe ich doch noch einen Platz. Bei Knochen für Knochen. Genau. Dass ich da jetzt irgendwie was weggetan habe? Nee, glaube nicht. Nee, gut. Dann fangen wir mal hier vorne an, da. Oder hier? Ah, okay, ich war auf der falschen Seite, habe mich schon gewundert, warum da nichts drin ist. So, Pfeile und Bögen. Also der Bogen kommt hier mal rein und da unten genauso. Ach, da habe ich. Ach doch. Ich dachte, ich habe da den Pfeil auch nicht drin. Aber doch. Da die Spinnenaugen kommen dann noch rein bei Weiß. Spinnenaugen, einmal das da und einmal da. Und unten genauso. So. Dann eins weiter. Spinnen. Netamobdrop und Fäden. Netamobdrop ist unten. Ah ja, da ist ja schon was drin, stimmt. Einmal die Lohnroute und einmal die Gastrainer und oben dann die Feen, genau die Feen. Da. Und das hier auch noch alles rein. Feen und Netamobdrop. So, eine Station weiter, habe ich hier schon was drin, Schleimzeugs, gut. Und dann noch Schwarzpulver. Bei Weiß, ich sagte bei Weiß, nicht bei Schwarz. So, und hier auch nochmal Schwarzpulver rein. Perfekt. Weiter geht es. Schwarzpulver, dann verrottenes Fleisch und Knochen und Knochenmehl.
Dann sind hier ja schon Knochen mehr drin und verrottenes Fleisch bei. War es grün? War es grün? Das war blau. Das war blau. Nicht grün. Grün und blau. Und hier vorne das Fleisch und Knochen. Und das war's ja, glaube ich, schon. Dann sind wir nämlich beim Farbstoffen, genau. Gut, dann haben wir jetzt Mobdrop auch gleich alles erledigt. Kann das hier wieder raus alles. So. Mini-Herz, da muss ich auch noch einen Platz für finden. Ja, das werde ich nochmal. Das werde ich nochmal. Erstmal hier aus dem Game-Mode raus. Mobdrop kann ich dann gleich hier raus. Da wir ja jetzt Platz haben, kann ich gleich das Laub auch nochmal machen. Schwarzpulver da mein. Das Laub war ja hier irgendwo. Da war das. Da war das. Da war das. Und hier sollte Laub sein, genau. Kann ich das hier einfach rausnehmen? Nein, natürlich nicht. Doof. Oh, jetzt habe ich wieder alles aufgesammelt. Das ist doch nicht euer Ernst. Zerstöre ich das. Aber ich bin da extra daneben lang gelaufen. Egal. So. Aber auch. Nee, Moment. Und wie hat das nicht reagiert, das rauszumachen, weil das war, glaube ich, wieder so drin, wie es vorher war. Ach, komisch. Ja.